Hallo zu Inside Politics, Claudio Schießer mein Name. Ich melde mich heute live vom Grazer Flughafen Thalerhof, internationale Kennzeichnung LOWG. Warum? Weil der russische Präsident Wladimir Putin ist nach Österreich gekommen, um genau zu sein in die Steiermark, um seine Aufwartung der österreichischen Außenministerin Karin Kneißl zu machen. Diese heiratet nämlich heute in Leutschach und Gamlitz. Bei zwei verschiedenen Wirten gibt es dort eben entsprechende Veranstaltungen und Diners. Und der russische Präsident ist dort als Ehrengast zugegen. Hinter mir sieht man mehrere Maschinen russischen Typus, nämlich Iljuschin 96 und 76. Warum sind die da? Der russische Präsident kommt immer mit einer größeren Delegation. Da sind Transportfahrzeuge dabei, da sind entsprechende Sicherheitspersonalia anwesend und so weiter. Also die Delegation wird wahrscheinlich mehrere hundert Personen umfassen. Dazu kommt noch ein größerer Polizeieinsatz seitens der österreichischen Sicherheitskräfte rund um den Flughafen Thalerhof, als auch in der Südsteiermark hinzu. Und das ist halt jetzt derzeit Stand der Dinge. Natürlich gibt es immer wieder Kritiken, die sagen, warum soll zu einer privaten Hochzeit ein internationales Staatsoberhaupt kommen? Ja, es ist nun mal so, die Einladung wurde anscheinend Anfang Juni seitens Karin Kneißl an Putin ausgesprochen und deswegen ist er nun da. Ist das jetzt sinnvoll oder weniger sinnvoll? Darüber kann man streiten. Umgekehrt muss man den touristischen Werbeeffekt für Österreich und auch die Steiermark durchaus da in die Kalkulation einrechnen. Und das ist unterm Strich gar nicht einmal so wenig, wenn man bedenkt, dass hier doch die Bilder von dieser Hochzeit oder auch von diesem Staatsempfang rund um die Welt gehen. Ihr könnt jetzt natürlich noch auf unseren verschiedenen Videos, die wir gemacht haben, einigen Einblick erhalten. Wir werden natürlich noch einiges Material veröffentlichen. Ihr könnt das dann eben auch noch ansehen. Ich sage in diesem Sinne alles Gute. Inside Politics, mehr als Tagespolitik. See ya. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.